Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich muss die Aufnahme nochmal starten, weil ich eben vergessen habe, das Mikrofon einzuschalten. Wir sind in Command Conquer, nicht in GoFirst 2, wie es da oben steht. Mission Nummer 9. Und das ist jetzt hier Teil 2 zu diesem wundervollen Spiel, beziehungsweise Teil 2 zu dieser Mission. Ja, und wir haben es aber letztes Mal nicht geschafft. Da müssen wir ja hier, ich bin schon mal rüber, ich bin schon mal ins Spiel, ich habe das Spiel schon geladen. Wir sollen ja diesen verkackten Transportkonvoi, LKW, kaputt machen. Bestätigt. Er die Kampfzone verlässt, ja. Und ich habe aber noch nicht einmal überhaupt gesehen, wo ist er überhaupt? Wir fahren jetzt erstmal hier hin. In Ordnung. Ja, der ist hier irgendwo, dieser scheiß LKW, und der haut dann ab, aber wir finden ihn nicht. Melde mich wie befohlen. So, und eben habe ich auch gerade schon festgestellt, ich habe ja schon ein, zwei Minuten hier gespielt. Ich habe versucht rauszufinden per Spionageflugzeug, wo der LKW ist, aber hier kann man nicht rein scouten, weil da dieser scheiß Vorhangsapparat ist, der alles immer abdeckt. Also wenn man da aufscannt hier, ich kann es euch kurz zeigen, hier. Ach, die fahren da einfach alle so durch. Ja, dann ist das sofort wieder weg. Sofort wieder gedingst. Ja, lande! Wo ist dieser Nazi-LKW, Alter? Einsatz geladen. Erwarte Ihre Bestätigt. In Ordnung. Wo ist dieser Huren-LKW, Alter? Bestätigt. Wo ist dieser Konvoi, Junge? Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Ihr Einsatz bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt, jawohl, sofort. In Ordnung. In Ordnung. Zeug bereit. Sofort. Melde mich wiederholen. Bestätigt. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Bestätigt. 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 Melde mich nicht in Ordnung. Erwarte in Ordnung. Befehle. Ja, Sir. Bestätigt. Ziel wählen. Das Lustige ist auch hier nicht. Ach, ist ja egal. Es ist nichts Lustiges. Bestätigt. Einheit. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Einheit. Mach doch nicht die Brücke kaputt. Oh. Einheit verloren. Ja, Sir. In Ordnung. Wird gebaut. Einheit ja, verloren. Ja, in Ordnung. Einheit bereit zum Einsatz. In Ordnung. Einheit. Melde mich die Befehle. Einheit verloren. Ja, Sir. Bestätigt. Einheit verloren. Ja, Sir. Einheit verloren. Ja, bestätigt. Einheit verloren. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Einheit wird gebaut. Ja, Sir. Einheit bestätigt. Verloren. Wo ist der LKW? Bin ich schon blöd oder was? Toll. Nicht geschafft, aber neue Punkt Highscore oder was? Jetzt geht es jetzt trotzdem weiter, oder was? Beförderungen gehen in der Roten Armee mitunter recht schnell. Sammeln Sie weiterhin Siegestrophäen. Hä? Und die Zukunft gehört Ihnen. Einer unserer Konvois bewegt sich durch feindliches Gebiet. Sie wurden abkommandiert, ihm auf seinem gefährlichen Weg Geleitschutz zu geben. Sorgen Sie dafür, dass die Wagen sicher am Ziel ankommen. Als Belohnung für Ihre treuen Dienste
wird Ihnen eine große Ehre zuteil. Wir stellen Ihnen unsere neueste militärische Errungenschaft, den MiG-Jagdbomber, für diesen Einsatz zur Verfügung. Er ist einfach unschlagbar, wenn es darum geht, größere alliierte Panzerverbände zu zerschmettern. Mit dieser MiG und Ihren üblichen Jagdflugzeugen sollten Sie eigentlich keine Probleme haben, für die Sicherheit des Konvois zu sorgen. Bist du behindert oder was ist denn? Ist das eine Mission, die kann man vielleicht gar nicht schaffen? Was ist denn jetzt schon wieder los? Verstärkungen sind eingetroffen. Neue Bauoptionen. Kurzfristige Planänderung. Ich muss weg. Ich habe aber jetzt hier schon mal gespeichert. Ich lade das aber nochmal und dann spiele ich das so lange, bis ich den scheiß LKW abgerissen habe. Ja? Das ist ja wohl Betrug, was sie da machen. Ja? Und danach beschützen wir diesen verkackten Konvoi mit Flugzeugen. Ja, und jetzt machen wir erstmal die Scheiße aus. Ja, denn ihr seht es ja, da hinten die Sonne scheint und mein Herr Sid-Kollege hat es gerade gemeint, er arbeitet ja wie gesagt 500 Meter neben mir. Er meinte, oh, das Wetter ist ja noch gut, wollen wir mal zum Schätzelein fahren. Sein Schätzelein ist sein zweites Auto, sein Audi 80 Cabrio von 1995. Dann holt er mich jetzt gleich nach der Arbeit ab und wir fahren in die Garage, holen den Karren raus, waschen den und dann darf ich auch mal fahren. Juhu! Ja, und das war natürlich zu verlockend. Normalerweise müsste ich eigentlich zocken, klar, aber man kann auch mal Auto fahren. Mit schönen Cabriolet. Und wir spielen nachher weiter hier. Muss sowieso kacken. Und Scheiß Mission, Kommando Kong ist totaler Fuck.